Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute habe ich wieder einige Investing-Tipps. Das Video musste ich machen, da der Markt einfach so tief ist, dass ich das auf jeden Fall noch vor die Road to Glory setze. Die kommt morgen raus. Wenn euch also das ganze Video weiterhelfen sollte, damit ihr Coins machen könnt, damit ihr eure Verluste vom letzten Wochenende wieder wegmachen könnt, wenn euch das weiterhilft, dann lasst jetzt hier verdammt nochmal ein Like da und abonniert ganz gerne den Channel, wenn du neu bist. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange. Wir starten direkt rein ins Video. Let's go! Jetzt sind wir auf der Seite angekommen von Footpin. As always, als eine Trading-Seite muss man darauf gehen. Wir sind aber jetzt gerade so bei den FIFA 23 SBCs und ich habe mir so die ganze Stage angeguckt. Ne? Es wurde ja in den letzten Tagen schon geleakt, hier und da. Wir bekommen David Beckham-Icon, wir bekommen diese Icon. Und ja, irgendwas in der Richtung wird auf jeden Fall sein. Und wir werden auf jeden Fall auch krasse Spieler bekommen als SBCs. Das wurde nämlich auf jeden Fall auch schon geleakt und eines dieser ganzen SBCs muss halt kommen. Dementsprechend wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall SBC-Futter steigen. Ich habe hier aber trotzdem rein interessehalber geguckt, einfach mal so, finden wir hier eine Icon-SBC oder irgendwas ähnliches in der Richtung, und ja, es kommt was, aber es ist noch ein bisschen zu spät eigentlich. Ich meine, hier haben wir das erste Mal Team of the Week Upgrades bekommen. Wir sind eigentlich noch gar nicht in dieser Phase. Wir sind eher irgendwo, ja, sage ich mal so, hier Raheem Sterling mäßig, Renato Sanchez, die Wants to Watch Dinger, vielleicht gerade mal in dieser Woche, aber wir sind auf jeden Fall nicht noch weiter eigentlich. Aber wenn wir mal gucken, hier kommen Swaps, hier kommt Rule Breaker, und nach diesen Rule Breakern kommen dann eigentlich so die ersten Icon SBCs. Normalerweise dauert das immer ein bisschen länger in FIFA, aber dieses Jahr wollen die vielleicht früher und machen einfach ein bisschen früher. Ich meine, die haben eh Bock. Auf jeden Fall, das sorgt aktuell für unfassbar viel Panik. Panik heißt für uns, Mashallah, wir können investieren. Also das machen wir jetzt auch genau. Und zwar, wenn du investieren willst, Road to the Knockout Team immer sehr, sehr gut. Als allererstes an der Stelle, hier sind nur noch 3 Spieler. Das heißt, hier fehlen noch wahrscheinlich 3. Wir kriegen heute Abend ein Mini-Release zu, sagen wir mal so 90%. Wir hatten letzte Woche eins, dann kriegen wir diese Woche wahrscheinlich auch eins. Diese Mini-Release-Spieler kannst du abends gegen 23 Uhr richtig göttlich günstig einkaufen, und die Macker verkaufst du dann in derselben Nacht noch oder am besten bis Montag vor 12 Uhr, weil dann haben die immer noch so einen kleinen Anstieg, bevor sie dann wieder fallen und dann günstiger auch sind, als du sie eigentlich eingekauft hast. Aber in dieser Zeit kannst du sehr gut machen. Wenn du die Preise wissen willst und den Zeitpunkt nicht verpassen willst, folgt mir auf Insta, das werde ich in meiner Story dann posten, Link ist in der Beschreibung. Wir kommen jetzt endlich zu den Spielern, ne? Man muss ja auch mal zu den Spielern kommen. Und Klaus, guckt euch den Typ an, 90 Pace, Rechtsverteidiger, League in 20k, ey, auch am PC für 22k, ist für mich meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Preis. Im Laufe des Tages, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, ich finde, sobald man einen guten Preis sieht, kann man zuschlagen. Bei Klaus für 20k, 22k bin ich der Meinung, machst du halt nichts falsch. Ne? Das ist halt eine geile Rechtsverteidigerkarte mit geilem Tempo und ziemlich, ziemlich günstig, und sie könnte sich theoretisch noch upgraden, je nachdem wie die Gruppe von Marseille ist und wie Marseille da performt, aber 20k ist meiner Meinung nach schon ein sehr guter Preis. Gegebenenfalls, wenn ihr auf absolut sicher gehen wollt, holt ihr euch alle Investments aus dem Video heute abends ab circa 22, 23 Uhr. Die Weekend League ist zu Ende. Viele Leute verkaufen ihre Weekend League Teams. Viele Leute ziehen noch Rewards dazu und so weiter und so fort. Es gibt einen großen, großen Sell-Off. Das heißt, da wird der Markt auch nochmal droppen. Also wenn du ganz, ganz sicher gehen willst, investierst du auf jeden Fall heute Abend. Ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, 20k für einen Klaus ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil, ist gut. 22 am PC, da kann man nochmal gucken, ob man noch ein bisschen drücken kann, das ganze Ding. Auf jeden Fall, wenn ihr euch mitnehmen solltet, Awar. Awar ist einfach immer beliebt in FIFA. Auch wenn da gefühlt alles so ein bisschen kann. 16k sehe ich sehr, sehr günstig. PC 14k ist geisteskrank günstig. Also der sollte auch schon gut wieder rebounden auf seine 17, 18, 19.000 Coins. Kommt immer wieder ein bisschen so drauf an, auch wie sehr es heute Abend noch kracht. Also den würde ich auf jeden Fall heute Abend versuchen noch irgendwie mitzunehmen. Wie gesagt, ne, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, und ich würde euch raten, geht einfach auf Nummer sicher. Wir könnten ein bisschen gamblen, kauft ein paar Karten vorher schon mal ein. Ich sag euch auch welche so. Aber so ein Klaus kann man auf jeden Fall mitnehmen. Awar kann man mitnehmen, macht man eigentlich nichts falsch. Ich denke nicht, dass er noch krass weiter droppen wird. Vielleicht auf die 14k wie am PC auch. Aber das ist so das Maximum, was geht, denke ich mal. Tiefer wird auf jeden Fall erstmal nicht fallen. Wen man sich auch mitnehmen kann, ist Pepe. Pepe, super beliebt, Portugal. Innenverteidiger, 77 Pace, was willst du da sagen? Der ist einfach nur stark. Aber hier will ich auch gucken, dass man den irgendwie versucht für unter 20 zu bekommen. Dest würde ich sehr, sehr gerne mitnehmen, einfach als Langzeitinvest. Er ist in der Eredivisie, genauso wie Classy, der auch in der Eredivisie ist. Und hier war noch irgendwo einer, der in der Eredivisie ist, aber der ist nicht in diesem Team. Er ist in dem Team,
Und zwar Tete, aber da kommen wir gleich zu. Das waren auf jeden Fall alle Spieler aus dem Road to the Knockouts Team, was aktuell draußen ist, in die man, würde ich sagen, könnten investieren kann so richtig. Natürlich könnt ihr euch auch ein, zwei Modric mitnehmen heute Nacht noch. Die werden auch relativ gut geflippt werden. Aber so grob gesehen, für die sicheren, safen Dinger ist auf jeden Fall ein Klaus interessant, ein Pepe. Die beiden hier unten eher als Langzeitinvest. Sage ich euch ehrlich, das nicht Short-Term-Invest, sondern Langzeitinvest. Darauf kommen wir aber gleich zu, wenn wir über Tete reden. Auf jeden Fall Team 2 auch noch sehr, sehr lukrativ. Kalulu hat sich relativ gut gehalten. Bonucci hat absolut geilen Einkaufspreis. 16k ist schon sehr, sehr nice günstig. Machado kann man sich wieder mitnehmen. Der steigt dann wieder am Spieltag auf seine 13,5 hoch. Genauso wie Viva, der auch so um seine 2k steigen wird. Und auch die Huttante wird auf ihre 17k kommen, sobald Spieltag ist in der Champions League. Dementsprechend kann man hier schon mal vorsorgen, die auch mitnehmen. CD ja auch, kann man auch gut mitnehmen. Pedro González kannst du für 12k auch mitnehmen, da machst du halt wirklich nichts falsch. Das sind so die Standarddinger. Hier wird jetzt nicht viel gehen, außer die kommen bei den Spieltagen nochmal, also die Spieltage kommen auf und die ganzen Karten kriegen so einen kleinen Hype. Das ist immer so das, was hier noch preislich gehen würde als Investment und halt Upgrades natürlich logischerweise. Ja, aber wir kommen jetzt zum Informs und zwar Tete. Tete 10k, Leute, nehmt euch den mit. Der ist Rechtsverteidiger mit 82 Tempo, aber der kann auch Innenverteidiger spielen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber jedes Jahr in FIFA, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wie, ich weiß auch nicht, woher die kommen, aber jedes Jahr in FIFA gibt es irgendwie eine krasse, richtig, richtig geisteskranke Karte aus der Eredivisie, die den heftigsten Hype hat. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, mal ein bisschen so. Und dann sind gerade diese Karten sehr interessant dazu, die zu den Linken. Und so ein Tete linkt halt bombastisch als Niederländer, der Innenverteidiger, Rechtsverteidiger kann und bei PSV Eindhoven spielt. Dazu noch Des, der bei PSV Eindhoven spielt. Und noch Klassi, der bei Alkmaar spielt. Das sind auch so Karten, die werden, wenn da irgendeine Karte kommt, und ich garantiere euch, die kommt, die wird kommen. Wird vielleicht 6 Monate dauern, aber die wird kommen. Dann können wir auf jeden Fall in die reingehen. Aber wir wollen ja auch Invests haben, die kurzzeitiger sind. Und als kurzzeitigere Invest habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar für euch vorbereitet. Was ihr allerdings mit solchen Spielern machen könnt, wie zum Beispiel in diesem Team of the Week, wie in diesem Team of the Week, wie in diesem Road to the Knockout oder auch wie in diesem Mike-Nike-Event hier, was da draußen ist. Ihr könnt diese Karten entweder auf eine ÖV-Liste packen, so wie so ein Fernandes, oder ihr könnt die Schwankungen von solchen Karten wie Care mitnehmen. Die kostet aktuell 160k, ich habe die auf meinem Main-Account vor dem großen Marktcrash immer zwischen 200 und 220 Coins geflippt die ganze Zeit. Ihr könnt das hier einmal sehen, wenn wir auf den gestrigen Markt gehen. Bei ihr, die hat ganz krasse Schwankungen, 120, zack auf 146, zack 126, zack 144. Rechnet euch das ganz gerne aus mit den EA-Gebühren, ihr kommt auf 15k oder so, die ihr pro Karte macht mit dieser Karte. Deswegen schaut mal in dem Preissegment, wenn ihr ein bisschen mehr Coins zur Verfügung habt. Guckt euch den Graphen von dem heutigen Tag und von dem gestrigen Tag an, schaut, was die größten Ausschläge waren. Und dann wisst ihr eigentlich schon so, okay, ob das jetzt ein guter Einkaufszeitpunkt ist oder nicht. Wenn ihr das wollt, kann ich dazu nochmal ein genaueres Video machen. Jetzt reden wir aber über die Investments für die kommende Woche. Und die Investments für die kommende Woche interessieren uns auf jeden Fall erstmal nicht die 81, 82 und 83er Karten. Das ist nicht das, was uns interessiert. Die 84er Karten auch nicht. Wenn du in die 84er Karten rein investierst, das, ich habe es schon öfter auch in den Videos gesagt, Leute, das Ganze kann länger dauern. Das Ganze kann noch 3 Wochen dauern, das Ganze kann aber auch noch 6 Wochen dauern. Was da einfach safe ist, ist auf jeden Fall, dass du mit 84er ein bisschen warten musst. Womit du nicht so gut warten musst oder nicht so lange warten musst, sind 85er, 86er, 87er, 88er, 89er. Ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, es gibt Spieler-SBCs, die geleakt worden sind. Unter anderem aber auch die Icon-SBC von David Beckham und andere Karten. Und diese Karten werden auf jeden Fall die 85er und plus, also 86, 87, 88 und so weiter, auf jeden Fall nach oben bringen vom Preis her. Wahrscheinlich werden die 84er auch mitziehen und vom Preis hochgehen. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, gerade wenn eine Icon-SBC rauskommt, alle Leute sind hyped, das ist die erste Icon-SBC. Viele machen sie, da gehen die Preise kurz hoch und dann fallen sie wieder. Deswegen Leute, wenn ihr seht, dass heute irgendwas in der Richtung rauskommt und in Rating solltet ihr jetzt schon reingehen, noch nicht heute Abend, sondern könnt jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut schon reingehen. Und wenn ihr heute Abend seht, dass eine Icon-SBC rausgekommen ist, versucht alles, was ihr habt, zu verkaufen und dann möglichst schnell wieder einzukaufen. Weil ihr müsst die Karten dann sehr, sehr schnell loswerden, die sind kurzzeitig oben und dann sind sie wieder low. Dementsprechend könnt ihr dann halt verkaufen und danach halt wieder sehr gut einkaufen. Also das ist so das, was man auf jeden Fall machen sollte. 85er unter 4k auf allen Plattformen, easy going. 86er unter 7400 auf allen Plattformen, easy going. 87er unter 10500 auf allen Plattformen, easy going. 88er sind schon auf 14k gestiegen.
können aber auch noch auf 16K Plus gehen, wenn die Icon SBC rauskommt. Und wenn das der Fall ist und die heute wirklich kommt, dann ist das jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, hier noch reinzugehen und sie um 18 Uhr für 16.500, 17.000 reinzustellen. Sollte die Icon SBC nicht kommen, dann ist es sehr ratsam, heute Abend in die 88er reinzugehen, weil dann kracht's hier. Dann kracht's hier richtig. Alle Leute, die denken, heute kommt Icon SBC, kaufen sich jetzt schon high-rated, weil geil, Icon SBC, gib mir Money, Money, Money. Und am Endeffekt kommt dann keine raus, dann sagen die, oh scheiße, keine Money, 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 ich muss jetzt alles wieder verkaufen. Und dann droppen die und dann könnte man die 88er nochmal reingehen. Im Laufe des gestrigen Streams konnte man auch schon gut in 88er reingehen, da waren die teilweise unter 12k. Aber abgesehen davon, ne, wie gesagt, 85er immer noch sehr, sehr gutes Potenzial. Ich sehe in der kommenden Woche auf jeden Fall, dass die 85er Richtung 5k gehen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, kommt auf den SBC-Content an. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Preis, wo man reingehen kann. 7K bei 86ern auch wenn das ein bisschen teuer ist. Also die sind jetzt auch schon auf 7,3 teilweise gestiegen. Jetzt kommen gleich noch die Squad Battles Rewards raus. Also das heißt, es wird gleich auch nochmal ein bisschen sinken. Und da könnt ihr auch nochmal einkaufen. Deswegen hier der 6.800, alles bei unter 7K. Ist auf jeden Fall sehr, sehr sicher und bis 7,4 ist auf jeden Fall trotzdem noch sicher, nur nicht mehr ganz so sicher und ihr macht auf jeden Fall trotzdem noch eure Gewinne. Und ey, ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich habe heute sehr viel geredet, dennoch hoffentlich alles sehr verständlich für euch gemacht. Und wenn dir das Ganze weiterhelfen konnte und dir natürlich gefallen hat, würde ich mich sehr noch über ein Like freuen. Abonniere den Channel, wenn du neu bist und ja, wir sehen uns heute Nachmittag zum Stream. 20 Runden Weekend League. Ich hab Bock. Hast du Bock? Nein? Dann bis gleich.